Hallo und herzlich willkommen zurück zu das große Inferno oder sowas ähnliches. Schuss auf die Sicherungen hier. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Ich habe schon gesehen, da hinten geht auch die Luken auf. Komme ich von da aus? Nein. Komme ich nicht an die Sicherung ran? Ja, wir müssen da durch. Sag ich mal ganz einfach. Wir müssen durch das Feuer. Oder so ähnlich. Nekromorphs. Hoffentlich hier drin. Das lief doch einigermaßen okay. Das lief tatsächlich einigermaßen okay. Wir haben das Giftviech gefunden. Ja, wir sind ja hier eigentlich in den Hydrokulturen. Wir müssen gerade so eine Giftepidemie aufhalten, die uns hier die Luft zum Atmen nimmt. Dafür müssen wir diese komischen Necromorphs mit der Lunge auf dem Rücken finden und töten. Was ist hier? Ich habe mal einen Energieknopf gesehen. Genau. Sonst nichts. Offenbar nichts. Dann kommen wir wieder raus. Gut, dass da direkt ein Necromorph hinter der Tür stand, fand ich ein bisschen unfair, aber damit, das wusste ich auch nicht mehr. Sowas muss man halt manchmal rechnen. Ich habe eine Menge Heilung, aber jetzt nicht so viel Munition. Gut, das eine kann das andere vielleicht ein bisschen ausgleichen, dann muss ich eben im Nahkampf kämpfen. Mit Necromorphs. Was garantiert eine schlaue Idee ist. Macht die Mücke hier. So, wir haben jetzt, glaube ich, auf der ersten Seite der Hydrostation alle vier Luftverschmutzer getötet. Mit anderen Worten, wir sollten jetzt dann schon diesen Teil verlassen dürfen und auf die andere Seite gehen. Glaube ich. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Entschuldigung. 10 Kilotonnen. 10.000 Tonnen. Also irgendwas, was 10.000 Tonnen wiegt, ist im Lebensmittellager. Und ich darf mich noch daran erinnern, wir haben erfahren, im Lebensmittellager. Im Lebensmittellager soll ja wohl irgendwas sein, was gar nicht gut für uns ist. Wieso laufe ich so langsam? Jetzt habe ich Zeit, mich umzudrehen. Ist geladen. Das Fahrrad. Risikoreich. Was ich da angestellt habe. Ja, jedenfalls 10.000 Tonnen Gegner, sage ich jetzt mal, warten auf uns im Lebensmittelraum. Das ist doch schön. So, da steht ja der richtige Weg. Kurz gucken. Was ist eigentlich Schaden? Das scheint ja nur irgendwie eine Bewässerungsanlage oder sowas zu sein. Oder Dünger oder sowas. Keine Ahnung. So, wieder zurück. Wir sollen es da rein. Da sehen wir schon. 4 gereinigt. 4 bleiben noch. Mal sehen. Shop. Ach genau, ja. Das Schema. Verkauf an Safe. Das offen. So, die Knoten und vom Rest lass mal Energie kaufen. Ja, ich habe jetzt gerne sehr viel Munition dabei, weil ich vermute, dass ich in nächster Zeit doch einiges kämpfen muss. Und jetzt hier auf der zweiten Hälfte. Oh, ein Lock. Text. Mal sehen. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jäger, H. Jägerwald, an Dr. Cross. Elizabeth Cross, genau, ja. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Wie bei Bakterien
infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Ja, Osmose habe ich noch verstanden, Agamogonie nicht. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit. Ich meine, Geschwindigkeit! Mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Ich glaube, normal ist einmal in 20 Minuten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Etwas Vergleichbares ist mir noch nie untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Harley glaubt, es könnte ein Habitat-Transformer sein. Hat, hier, Kendra, glaube ich, auch schon mal gesagt. Die Menge an Gasausdünstungen sind enorm. Mengen. Warum es auch so übel riecht. Aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Ah, sowas von Heinrich Jägerwald, oder wie das jetzt hieß. Gut. Interessanter Textdoc. Auf jeden Fall habe ich hier wieder Informationen zu den Wucherungen und ich sehe da, was mir nicht gefällt. Diesmal habe ich keine Explosionswaffe zur Hand, also muss ich so arbeiten. Schauen. So, nachladen. Heilen. So. Waffe wechseln. Na hoppla. Ja, wieder so eine Wand. Diesmal hatte ich keinen Sprengstoff zur Hand, um sie zu zerstören. Mussten wir also alles per Hand machen. Mal die Räume untersuchen, was da drin ist. Eine Bench. Gleich. Lass mich hier den Raum untersuchen. Wow! Ich wusste doch, dass der da drin ist. Warum bin ich jetzt so zusammengezuckt? Aber das heißt, ich wusste es. Ich erinnere mich, dass irgendwo ein Necromorph drin ist. Und ich habe jetzt einfach mal vermutet, dass es diese Tür war. Es war diese Tür. Schlimme Sache, schlimme Sache. Gut, zuerst noch den Raum hier. Dafür brauchen wir den Energieknoten. Oh, Muni. So, okay. Und zu guter Letzt die Werkbank. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was aufrüsten. Ich überlege auch immer noch, ob ich nicht vielleicht mal die Rig aufrüsten soll. Drei Knoten habe ich. Ich glaube, ich verbrate jetzt sogar alle drei Knoten, weil wir gerade einen Raum hatten. Es dauert immer so ein bisschen, bis der nächste kommt. Also würde ich jetzt sogar drei Knoten benutzen. Lass mal sehen. F ist zurück. Rig. Ja, aber mit drei Knoten einmal TP aufrüsten, das lohnt sich nicht. Dafür habe ich genug Heilung, also rüste ich lieber die Strahlenkanone auf. 1, 2 und 3. Kann ich als nächstes wieder auf Nachladen gehen und mich dann hier so ein bisschen hocharbeiten. Mine möchte ich eigentlich nicht aufrüsten, weil das ist das Sekundärfeuer, was ich ja eigentlich nie benutze. Was sich auch eigentlich nicht so sehr lohnt. Ich habe einen aufgerüsteten Plasma-Cutter, der auch ordentlich Damage macht. Bin ich froh drüber. Muss reichen fürs Erste. Ja. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was hier noch passiert. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Schön. Bedeutet? Weiß ich auch nicht so genau. Da hinten links. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Verdammt. Nein! 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 Schon. Quarantäne aufgehoben. Nein, das hatte ich ja völlig vergessen. Aber du lässt mir einen Energieknoten, das finde ich gut. Das hatte ich ja. Ich höre dich schon. Da ist er.
Aber wir kommen nicht ran, da ist eine Glasscheibe zwischen. Oder Panzerglas, lasersicheres Glas, was auch immer. Oder plasmasicheres Glas. Mal sehen, ich muss doch mal sein. So, ich hier bin raus. Scheiße jetzt auf die beiden Kästen, die da waren. Als nächstes muss ich da hoch. Okay. Ich mach's jetzt der Reihenfolge nach. Ich weiß, wie man an den da unten rankommt, aber. Ich warte erstmal. Was das Geräusch so nah ist, das macht mich auch schon so ein bisschen paranoid. Weiter nach oben. Okay, was ist denn auf der Ebene hier? Oh. Ah. Immer besser, wenn man mal nachguckt, nicht wahr? Angela. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Groß? Ja. Schwer? Ja. 10 Kilotonnen. Ja. Also irgendwas hat die Ishimura getroffen und seitdem geht hier wohl alles im Bach mehr oder weniger runter. Na, wohl eher mehr. Hier ist ja gerade ziemliches Chaos und... Okay, das geht halt irgendwie schnell. Wir haben jetzt schon zwei von vier zerstört. Und ich weiß ja noch, wo mindestens einer ist. Nämlich der dritte. Ich glaube, den letzten von diesen Dingern zu finden, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Umweg. Ist das der? Ja, ist der. So, jetzt... Da kann man eine Weile dran rätseln, wenn man es nicht kennt. Der Trick besteht darin, hier jetzt zu aktivieren, das Ganze mit Stasa einzufrieren, hier rüber zu laufen und zu schießen. Ohne die Stasa reicht die Zeit nicht dafür. So, jetzt müssen wir wieder in den zweiten Stock. Da kann man natürlich auch ein paar Versuche mehr machen. Es ist jetzt nicht, dass man das nur einmal machen kann, man muss halt diese Nährstofffässer auch mal wechseln. Das kannst du ja endlos oft machen. Nein. Hier rein. Ich glaube, jetzt kommt auch das, woran ich mich erinnere. Noch sehe ich es nicht. Oh, Speicherstation. Och, warum nicht? Warum denn nicht? Gefahr für die Umwelt. Tja, kein Wunder, wer so viel Gift produziert. Und ja, das ist die Stelle, an die ich mich erinnert habe. Nicht schon wieder! Das hatten wir doch erst! Also was heißt... Das ist schon mal her. Das war knapper als beim letzten Mal. Aber gut, man kann ja auf dem Boden nicht rennen. Das ist in gewisser Weise praktisch auch, weil es einem einfach mal ein bisschen Zeit zum Laufen erspart. Schon wieder, hier ist es rausgekommen. Immer aus solchen Löchern in der Wand. Ich weiß nicht, ob man so ein Viech nochmal sieht. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Und das hier ist die Stelle, die ich gesucht habe, nicht die aus dem letzten Part. Also, diese Stelle hier kann ich nicht so gut leiden, weil die ist echt ein bisschen nervig. Sind sehr nervig. Da ist ja schon Blut unter den Schuhen. So Leute, wie ging das? Wie ging das? Erst denken, dann handeln. Erst handeln, dann denken. Sein. Das könnte wehtun. Strom macht klein und hässlich. Ist aus. Zweiten gehört. Ja, wo ist er? So. Damit haben wir den Strom da hinten ausgestellt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich lang muss. So, Sachen. Ich dachte gerade schon.
da rein, okay. Geht klar. Ja, das Schwierige ist jetzt, irgendwo da drin ist dieses Viech. Und ich suche es jedes Mal wieder. Ah. Das war die letzte Einheit. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoff-Recycling neu starten kannst. Sobald du Buchstaben hast, kannst du das Lebensmittel lagern. Einheit, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Das wollte ich nicht. Ich würde so ein Ding nutzen. Okay. Gut, das ging besser als ich dachte. Normalerweise suche ich dieses Viech immer, weil ich einfach... Ich weiß nicht, ich gucke mich in diesem Raum um, denke, dass ich überall nachgucke und ich sehe es einfach nicht. Frag mich nicht, woran das liegt. So, dann wieder hoch. Darüber, okay. Wir haben schon gehört, wir können jetzt ins Lebensmittellager. Lass mal sehen. Ja, da wieder durch. Wir haben ja hier den Strom schon ausschalten können. So, kann ich da nicht rüberspringen? Genau. Kann ich hinspringen? Und jetzt durch dieses Loch. Geht das? Ja, das geht doch nicht. Hä? Wie komme ich denn jetzt da rein? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Und dieser Ton nervt auch so ein bisschen. Kann ich vielleicht. Ne, es geht hier. Bis da hinten durchspringen. Wow. Das ist doch mal praktisch. So, jetzt komme ich hier wieder raus. Ende der Schwerelosigkeit. Noch ein bisschen Stasen mitnehmen. Ich hab die immer gerne voll. So, 3 Minuten. Ich glaube, ich weiß, bis wohin ich da komme. So, hier jetzt erstmal wieder rausmarschieren. Da müssen wir laufen. Da nimmt uns jetzt, glaube ich, kein Arm hier. Oder was für Tentakel, was immer sein sollte, die Arbeit ab. Okay, der Part neigt sich mal langsam dem Ende. Oh, Energieknoten. Ja, mit dir. Die Musik gefällt mir nicht. Müssen wir nach unten, das gefällt mir auch. Sind wir jetzt wohl wirklich an der Stelle angekommen? Auf die ich gewartet habe. Wo war der Ausgang? Der Ausgang war hinter mir. Ne, da vorne. Hier, genau. Ich liege noch ein Schränkchen, aber so. Du willst mir doch wohl nicht. Moment mal. Da habe ich euch allen die Beine weggenommen. Geil, man kann so ein bisschen schweben. Wenn man rennt und dabei die ganze Zeit eh hämmert, kann man wohl so ein kleines bisschen schweben. Aber wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Oder gleiten trifft es euch mehr. So, diese Wand ist tot. Wie das klingt, diese Wand ist tot. Und du auch. Zu wissen, jetzt pumpe ich mich noch mal eben ein bisschen mit Munition voll. Habe ich noch einen Knoten? 2 Knoten, perfekt. Dann nutze ich euch mal einen. Ja, weil einen kann ich jetzt auf jeden Fall noch kurz aufgeben. Für Nachladen. Ich denke zwar, dass ich was jetzt kommt, eher mit dem Plasma-Cutter arbeiten werde, aber okay. Vielleicht entscheide ich mich halt doch für die Strang. Was jetzt kommt, ist interessant. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Was jetzt kommt, ist interessant und nicht unbedingt einfach. Einmal noch kurz in den Shop gehen. Letzte Vorbereitung treffen.
Ich würde den Part hier wahrscheinlich wieder so ein, zwei Minuten beziehen. So, was mache ich jetzt? Wie viel Munition habe ich denn für den Plasma-Cutter? Ja, wahrscheinlich genug. Aber ich nehme trotzdem ein bisschen was mit. Das reicht auf jeden Fall. Ja, denn im nächsten Part wird eine Art Endboss folgen. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Wir dürfen ins Lebensmittellager. Und damit möchte ich den heutigen Part beenden und dann ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns darum. Ja, für die Umwelt nochmal speichern. Und ich sage mal, das bedeutet, da hinten sehen wir schon, die Tür ist offen. Das bedeutet beim nächsten Mal ein bisschen Arbeit für uns. Bis dann. Ciao. Was war das denn für ein Ciao?